Ich habe auf Aufnahme gedrückt, das heißt, wir müssen jetzt anfangen. Es sieht anders aus als sonst irgendwie. Kann das sein? Ich habe am Anfang nicht Hey Leute gesagt. Ich sage immer Hey Leute. Hey Leute. Wir sitzen heute woanders. Nicht weit weg von dort, wo wir sonst sind. Ich bin in der Fritz-Katz. Das kann ich kurz erklären. Wir haben mit 8 Leuten vor einigen Jahren eine komplette Büroetage gemietet und jeder hat da so ein bisschen seinen Arbeitsbereich. Und zwar einfach für Spaßprojekte. Also hier arbeiten keine Leute kommerziell oder na, kommt schon mal vor, aber normalerweise ist das hier alles nur just for fun. Und in dieser Fritz-Katz eben habe ich eben auch mein Büro, den Bereich, wo ich aufzeichne, den Bereich, wo ich schneide, auch den Bereich, wo ich meine Elektronik-Basteleien und sowas mache. Das alles hier hinten. Wir sind jetzt quasi in der Kommandozentrale. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe ein zweites Setup gebraucht für Streams. Wer das noch nicht mitbekommen hat, ich organisiere regelmäßig die Technik von verschiedenen Streams, wo ich dann nicht selbst vor der Kamera sitze, sondern wo andere Leute vor der Kamera sitzen. Ich habe letztes Jahr den Sarkon-Stream gemacht, die Saluters, das Sarcamp. Charity Line, ich habe einiges fürs Dampfsport-Dojo gemacht und das Knowledge Camp habe ich gemacht. Und dafür habe ich einen zweiten Streamingplatz gebraucht. Den habe ich jetzt und ich will testen, ob das funktioniert. Ich habe das jetzt alles mal so schematisch aufgebaut. Ich rede mich hier gerade in Rage. Ich sollte mir eigentlich erstmal ein Kaltgetränk aufmachen, oder? Also jetzt mal im Ernst. Ich habe ein Amberlager von Beura aus Osnabrück. Und warum ich ein Bier aus Osnabrück habe, dazu erzähle ich später mehr. Ich hoffe, es ist noch okay, denn es ist abgelaufen. Ich hab's ablaufen lassen. Ich habe das Bier, weil ich bestimmte Liquids dazu testen möchte. Und ich bin zu spät dran mit Liquids testen und dementsprechend bin ich zu spät dran mit Bier probieren. Aber es war die ganze Zeit kalt, es war dunkel und ich hoffe, es wird noch gehen. Wo ist mein Glas? Ich habe irgendwo ein Glas. Da habe ich ein Glas. Das ist das schönste Glas der Welt, wie ich finde. Das ist, kann man das erkennen? Da ist ein kleiner Hopfenastronaut drauf. Es ist so wunderschön. Das Glas kommt aus Hamburg. Wir waren in Hamburg. Es schäumt sehr kräftig. Oh, es riecht noch gut. Wir waren in Hamburg in der Kneipe. Und die hatten eben diese Gläser. Und ich habe, Moment, ich kipp da jetzt mal noch ein bisschen Schaum dazu, weil dann sieht man das Logo noch besser. War heftig am Schäumen. Das hier ist dieses wunderschöne Logo. Der Astronaut mit der Hopfenfahne. Und ich will nicht sagen, ich habe es geklaut. Ich habe das auch nicht getan. Es hat jemand anders getan. Aber ich hatte nachgefragt, ich möchte so ein Glas, kann ich das hier kaufen? Und die Frau meint einfach nur so, wir sind ja kein Glasgeschäft. Natürlich kannst du hier kein Glas kaufen. Und wenn hier was, ich kann ja nicht überall meine Augen haben. Ja, so bin ich dann zu diesem wunderschönen Bierglas gekommen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Bedenken, dass hier irgendwas nicht stimmt, wenn das so dermaßen perlt und schäumt. Aber ich habe ja auch gerade schon von abgetrunken. Es schmeckt gut. Ich gehe davon aus, es ist okay. 1,5 Monate über dem Verfallsdatum, da sollte eigentlich nichts passieren. Also, nochmal von vorne. Ich brauche ein Setup, mit dem ich von verschiedenen Stellen aus streamen kann. Das heißt, ich habe hier mein großes Setup so, dort wo ich meine Streamzentrale und die ganze Regie habe, aber irgendwo noch ein kleines Setup, mit dem ich auch zu dem großen Setup hin streamen kann, damit ich von dort aus weiter streamen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich wusste die ganze Zeit nicht, wie ich es tun soll, denn eins ist ganz klar, zu einem Streamingtermin nehme ich nicht noch einen großen Rechner mit. Ich müsste es eigentlich mit meinem Laptop hinkriegen. Mit meinem Laptop ist schwierig, denn der ist nicht der performanteste unter der Sonne und ich habe auch keinen Bock, mir so ein
so einen Gaming-Laptop zu besorgen. Und das Problem ist, wenn ich jetzt viele Kameraquellen an einen Laptop hänge, der keine großartige Performance hat, dann schmiert der ab. Jetzt hat aber die Firma Blackmagic was sehr Cooles rausgebracht, nämlich das Atom Mini. Das ist dieses Teil hier. Das ist ein HDMI-Mischpult. Hier laufen verschiedene HDMI-Quellen rein, die werden innen drin verarbeitet sozusagen und gehen dann über ein USB-Kabel als Webcam raus. Und ich kann jetzt vier Kameras an diesen Laptop anschließen und trotzdem verhält es sich so, als wäre eine einzige Webcam angeschlossen und damit kommt er klar. Hoffe ich zumindest. Das ist das, was ich heute testen möchte. Deswegen sitze ich hier. Ich dachte so, ja, dann haben wir auch mal einen anderen Hintergrund. Ich hätte das natürlich auch dort machen können, wo ich immer meine Vlogs mache. Aber ich habe einen Kommentar gekriegt von Norbert. Und Norbert sagte, super Vlog, wie immer. Und bitte, Alex, lass keine Routine aufkommen. Und ich dachte mir, Norbert, du hast recht. Ich möchte keine Routine kriegen, was diese Vlogs angeht. Und was mein Kanal und was meine Hobbys und so weiter. Ich mag Routine nicht. Ich hatte letztes Mal gesagt, wir kommen da in so eine Routine rein. Und eigentlich hat Norbert recht. Ich hoffe, wir kommen nicht in Routine rein. Ich will nicht, dass mir langweilig wird. Und dass es mir so vorkommt, als hätte ich einen Job zu erledigen. Ich meine, ich habe vor 2 Wochen noch groß getönt. Ich versuche jede Woche einen Vlog zu machen. Und direkt die Woche drauf habe ich keinen Vlog gemacht. Weil ich was hatte, was interessanter für mich war. Und wenn da was ist, was interessanter für mich ist, und dann ist das, was uninteressanter für mich ist, direkt wieder Geschichte. Zumindest was meine Freizeit angeht. Im Job kann ich das natürlich so nicht bringen, aber vor der Kamera, in den Vlogs, passiert mir das so. Ich kann euch gerade mal zeigen. Wir haben folgende Aufgabe. Ein Freund von mir wird ein Sportevent veranstalten und braucht dafür eine große Uhr. Eine echt große Uhr. Und ich habe mal nachgeguckt, was kostet es, wenn man eine echt große Uhr kauft oder mietet. Das kostet scheiße viel Geld. Und er hat gefragt, können wir sowas bauen? Und ich sage so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe mal angefangen, eine Digitalanzeige zu bauen, eine sehr große. Eine 7-Segment-Anzeige, die so groß ist wie ein DIN A4-Blatt. Das ist relativ groß und ich habe das halt selbst gebastelt. Also auch die Lichter, die drin sind, die Programmierung, das Gehäuse, das ist jetzt nur ein Prototyp, das ist alles nur aus Pappe, aber es hat mich gefesselt und wenn mich sowas fesselt und dann bleibe ich da irgendwie dran. Und dann kann es auch mal sein, dass so ein Vlog ausfällt. Ich würde jetzt so gerne einen Schluck Bier trinken, aber die Schaumkrone ist immer noch. Ist das eine geile Schaumkrone oder was? Ich hab Schaum in der Nase. Was wollte ich noch sagen? Timestamps. Möglicherweise sind unter diesem Video schon Timestamps angebracht. Ihr erkennt das an einem Kommentar, der ganz oben angeheftet ist. Und dann hat Timo die Timestamps geschrieben. Wenn er das wieder tun will, Timo, vielen Dank, dass du dir diesen Stress machst. Die sind dann hier oben. Das heißt, wenn ihr ein gewisses Kapitel springen wollt, könnt ihr dort klicken und dann geht's los. So, langsam sind wir, glaube ich, so weit, dass ich dieses Amber-Lager probieren kann. Ich vertraue der Sache jetzt einfach. Das wird noch gut sein. Das ist kräftig im Geschmack. Es ist leicht säuerlich im Geschmack. Es ist für ein Lager erstaunlich hopfig. Das ist bitter. Steht da was drauf, wenn wir hier haben? Nö. Keine Angaben dazu. Und ich muss direkt ein Foto von machen. Ich vergesse das sonst immer. Für meinen Untappd-Account. Untappd ist dieses soziale Netzwerk für Bier, in dem ich meine Biere poste, die ich trinke. Wenn ich es nicht vergesse,
Ich verlinke euch meinen Untappd-Account hier unten. Guckt euch das einfach mal an. Möglicherweise wollt ihr mich dort adden. So. Ich dampfe übrigens auf dem GT4 heute. Auf der Magma Femo Vape. Das uralte Waldmeister von Dampfdorado. Und zwar, weil ich gerade sonst nichts hier hatte. Ich war bereits mit Mikros verkabelt und habe dann gemerkt, mein Tank ist leer. Super dämlich. Ich habe den GT4 gerade sehr, 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 sehr lieb gewonnen. Ich habe letzte Woche in meinen Aromameiser, den ich ja sonst immer dampf, eigentlich ohne Ausnahme immer dampf, so ein paar Fancy Coils eingebaut. Irgendwie so Alien-Zeugs, Staggered Fused, geklappend, irgendwas. Und es ist das passiert, was ich bei so komplizierten Coils einfach nicht mag. Sie haben zu viel Saft gezogen. Ich war vorher auf 40 Watt, musste dann irgendwie hoch auf 53 Watt, damit es Spaß gemacht hat, bei ungefähr gleichem Widerstand wie bei einem normalen Rundrad. Und mir hat ständig die Batterien leer gelutscht. Und zwar so, dass ich gemerkt habe, das passiert jetzt früher. Und es hat mich genervt. Geschmack war super. Ich könnte auch jetzt nicht sagen, dass der Verbrauch irgendwie erhöht war. Es hat eigentlich alles gepasst, bis darauf, dass ich wirklich gemerkt habe, es wird jetzt knapp mit der Akku-Hin- und Herwechselei. Ich dampf viel. Ich dampf viel zu viel. Ich hänge den ganzen Tag an diesen Dingern. Und abends dachte ich mir dann, eigentlich hätte ich gern was nochmal mit einer Single-Coil drin, was nicht so viel verbraucht. Eine Option wäre der Mato gewesen, weswegen ich ja auch diese Box hier habe. Ich stelle mal das Bier aus dem Weg. Wie sieht das denn aus? Und der Mato ist ein super Verdampfer und mein Mato läuft mittlerweile auch wirklich gut. Es gibt einen Punkt am Mato, der mich neben dem, was ich letzte Woche gesagt habe, dass ich zum Beispiel gerne ein neues Drip-Tip hätte und das jetzt noch nicht habe und so, auch noch stört. Und das ist, ich kann mit diesen Flaschen den Mato nicht befüllen. Ich habe diese Flaschen immer. Die halten schon seit ewig. Und das ist so ein persönliches Ding. Denn diese Flaschen hier benutzt kaum jemand. Die benutze ich und eine Handvoll Leute irgendwie. Die meisten benutzen Chubby Gorilla oder irgendwas, was eine anständige Spitze vorne dran hat. Die hier haben keine anständige Spitze vorne dran. Und deswegen passen sie in die Befüllöffnung des Mato nicht rein. Dann war die Frage, sollte ich jetzt meine Flaschen wechseln? Vielleicht sollte ich das. Andererseits hatte ich auch noch den GT4 da stehen. Und den habe ich schon länger da stehen und ich habe ihn eigentlich nie genutzt, weil er mir immer so ein bisschen trocken gelaufen ist. Ich habe den damals gekauft, weil Timo vom Nebelwerk mir in der Kneipe seinen GT4 in die Hand gedrückt hat und meinte, hier zieh mal dran. Und das hat mir echt, echt richtig gut gefallen. Da war noch das, nicht das Asterion, das Rumtraubenuss von Antimatter drin. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Und das war echt gut. Das war ein geiles Geschmackserlebnis, das war ein geiles Dampferlebnis und ich habe gesagt, ich kaufe mir ein GT4. Das gefällt mir. Und dann habe ich mir ein GT4. Ich habe erst versucht, ein Offline zu kaufen. Ich habe ihn nicht gekriegt in einem Pipeline Store. Oder sie hätten ihn bestellen können, aber ich habe gesagt, ja, bestellen kann ich das auch. Also habe ich mir online ein GT4 bestellt. Der kam dann an. Wie das immer so ist, wenn man online bestellt, nach ein paar Tagen flaut der Hype auch nochmal ab und dann kommt das Produkt erst und dann habe ich ihn auch zu Hause gewickelt, habe ein paar Mal dran gezogen, er ist mir trocken gelaufen, ich habe noch zweimal Watte reingezogen, ich dachte, das ist ja jetzt eigentlich nicht so schwer, das kann ja nicht wahr sein.
Und da ist man noch zweimal trocken gelaufen. Und dann habe ich ihn zu den anderen Verdampfer gestellt. Und da stand er jetzt ein halbes Jahr oder so, weiß nicht. Jetzt, wo ich dachte, ich hätte gern einen Single-Coiler, habe ich ihn wieder ausgepackt, haben gewickelt, hab Watte reingemacht, habe darauf geachtet, dass ich alles ein bisschen schön ausdünne, dass das alles anständig aussieht. Ich habe eine ganz normale Rundradwicklung reingemacht, haben gedampft und nach ein paar Mal Dampfen, er ist nicht wirklich trocken gelaufen, aber er hat sich auch nicht so angefühlt, als wäre er jetzt so saturiert, dass ich sage, ich vertraue der Sache. Und dann hat man immer so ein komisches Gefühl, so hier hinten im Nacken, wo man die ganze Zeit so denkt, es ist nicht optimal, es funktioniert, aber es ist nicht optimal, es fühlt sich nicht gut an. Und dann habe ich mit Frank geredet von Franktastische Coils. Und Frank meinte, hey, gib diesen komplizierten Drähten mal noch eine Chance, denn auch eine Clapton oder eine Alien beispielsweise speichert durch ihren Mantel Liquid. Und das kann helfen, dass eine Coil nicht trocken läuft. Okay. Dann habe ich eine Single Alien von Bloxy Coils reingebaut. Das ist eine Nichrom 80, Nichrom 90. Und sieh da, er läuft wie bekloppt. Und ich bin bei 33 Watt und es ist einfach nur großartig. Ich bin zufrieden. Das sehe ich, wenn das schon seit Tagen. Und möglicherweise sieht man mich jetzt öfter mit dem GT4 als mit dem Aromamizer. Ich habe den mal noch auf eine andere Box gesetzt. Das ist die Visigo Moonbox. Das Ding ist ja. Ist eine Schachtel. Eine Büchse. Das Ding ist eine Büchse. Ja. Das war das, was ich diese Woche gedampft habe. Ein Schätzchen wieder ausgekramt. Und ich glaube, der GT4 ist 1,5 Jahre alt oder was, oder wann der rauskam. Ich weiß nicht, wann der rauskam, aber es ist echt kein neues Gerät. Ist auch kein billiges Gerät, aber ich finde ihn sehr, sehr großartig. Macht mir gerade Spaß. Übrigens, wo es jetzt hier anfängt, schon so voll zu nebeln, ich habe noch eine dritte Kamera aufgestellt. Ich sage öfter mal, ich sehe nichts mehr im Raum, obwohl man jetzt durch die Kamera nicht den Eindruck hat, hier ist es komplett zugenebelt oder so. Ich kann euch gerne mal zeigen, wie das aussieht, wenn man von hinten guckt und in diese Richtung schaut. Das ist nämlich diese Kamera und guckt euch das bitte an. Durch diese Riesenlampe, die hier steht, hallo, durch diese Riesenlampe, die da steht, ist halt einfach der Blick nach vorne immer komplett zugenebelt. Und deswegen muss ich auch öfter mal lüften, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, als wäre es total krass. Für mich wirkt es immer total krass. Hey, wir haben drei Kameras schon ausprobiert. Drei Kameras funktionieren. Der Sound geht übrigens auch direkt in dieses Blackmagic Design Teil rein. Also das ist jetzt so mein All-in-One-Setup und ich hoffe, das hält alles durch. Die Aufnahme läuft auch noch. Gut. Gut. Was wollte ich erzählen? Es gibt ein neues Projekt von Kaius. Kaius ist YouTuber und ich habe schon ein paar Mal. Es ist Januar. Geh aussterben. Hier fliegt eine Fruchtfliege im Januar rum. Hier sind nicht mal Früchte im Raum. Spinnst du? Ich habe von Kaius schon öfter mal erzählt. Kaius ist YouTuber und er betreibt den Kanal namens Kaius. Er heißt eigentlich Kai. Und ist schon länger beim Dampfen dabei, ist ein sehr, sehr entspannter Typ und er macht vor allem Videos über Genussgeräte. Er dampft fast nur MTL und er mag edle Liquids. Das heißt nicht, dass die immer irgendwie teuer sein müssen, aber sie müssen irgendwie immer so ein bisschen besonders sein und nicht zu zugepappt. Und Kaius ist ein entspannter, netter Typ. Seine Videos kann man gut gucken. Sie wirken ja ruhig und ausgeglichen.
Er sitzt doch immer vor so einer Art Kamin, wie ich ihn jetzt hier auch laufen habe. Über den muss ich nachher auch nochmal reden, weil da muss ich nachher noch Holz nachlegen. Und Kaius hat ein neues Projekt gestartet, nämlich den Kippenschredder. Kippenschredder ist ein Podcast und der Podcast richtet sich eher oder hauptsächlich an Anfänger und Umsteiger, die noch ein bisschen Angst vor der E-Zigarette haben oder die nicht genau wissen, wie sie in das Thema reinkommen sollen. Und YouTube-Videos gibt es zu Genüge, es gibt auch genug zu lesen, aber tatsächlich mal eine Serie zum Hören, die von vorne bis hinten einfach Leute beim Umstieg begleitet. Ich glaube, das könnte in Deutschland neu sein. Glaube ich. Ich wüsste sonst keinen Podcast, der sich so zur Aufgabe gemacht hat, wirklich rein informativ, aber sehr entspannt und locker an das Thema ranzugehen, die Leute beim Umstieg zu begleiten. Wir können kurz mal drauf gucken. Das ist die Webseite vom Kippenschredder. Und hier oben gibt es den Punkt alle Folgen. Und wenn man die anklickt, sieht man die verschiedenen Folgen, die es gibt. Eine Vorstellung, eine kurze Folge über Medien und öffentliche Wahrnehmung, Geschichte, Aufbau, Funktion und Inhaltsstoffe. Also wie lange es die E-Zigarette schon gibt, wo die herkommt, wie sie aufgebaut ist und was verdampfen wir da überhaupt. Zugtechniken, nikotinstarke Geschmack, das richtige Gerät finden, mögliche Komplikationen. Und Folge 7 beendet das Ding quasi mit herzlichen Glückwunsch, du bist Nichtraucher. Danach gibt es noch ein Interview und danach gibt es noch ein paar persönliche Worte in dem Podcast. Also es ist ein Podcast, der eigentlich abgeschlossen ist und 9 Folgen umfasst. Und der immer so bis auf ein paar Ausreißer nach unten irgendwie 10 bis 20 Minuten lang ist. Das heißt, das sind immer kleine Häppchen, die man wunderbar zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder auf dem Rad oder in der Bahn hören kann. Und man mit Informationen nicht auf einen Schlag komplett umgehauen wird. Ich gehe davon aus, ihr könnt es bei. Ob es bei Spotify schon verfügbar ist, weiß ich nicht. Ich glaube, er hatte das vor. Bei Spotify kann das immer ein bisschen dauern, aber über eure normalen Podcatcher findet ihr Kippenschredder und ich verlinke euch das ganze Projekt auch mal noch hier unten unterm Video. Guckt euch das mal an. Und vor allem erzählt Bekannten, Verwandten, wer auch immer sich für das Thema interessiert, erzählt von Kippenschredder, wenn sie vorhaben, umzusteigen. Es nimmt so ein bisschen erstmal die Angst, die über die Medien verbreitet wurde, und führt so Schritt für Schritt an die wichtigen Dinge heran, ohne zu viel mit Fremdwörtern protzen zu wollen oder so oder zu weit auszuholen. Denn eigentlich ist das Thema E-Zigarette ja gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Ich finde, wir in dieser Bubble machen es uns gerne immer ein bisschen kompliziert. Und es macht auch Spaß, es sich ein bisschen kompliziert zu machen. Aber ich glaube, auch für Anfänger ist es nicht immer ganz einfach, dann durchzublicken. Und ich hoffe, dieses Projekt kriegt es vielleicht so ein kleines bisschen hin. Ja, was super wäre, verteilt es auch irgendwie auf euren Netzwerken weiter. Dass das Projekt ein bisschen bekannter wird. Ich weiß nicht, welche Reichweite das jetzt schon hat, aber mehr Reichweite schadet ja selten. Es gibt außerdem noch einen Twitter-Account, von dem ich weiß, den verlinke ich auch noch hier unten. Wenn ihr Twitter habt, da könnt ihr auch noch drauf gucken. Da kriegt ihr Informationen, wenn eine neue Folge online gehen sollte oder eben auch, was die Meinung von Kai so zu verschiedenen Themen ist, was die Dampferei angeht. Ich kann mal Holz nachlegen, ne? Pass auf. Der Kamin, der hier läuft, war ein Weihnachtsbastelprojekt von mir. Die Idee war eigentlich, ich hatte noch ein bisschen Pappe über und ich hatte einen Bildschirm über und ich mache einen Bildschirm hinter ein bisschen Pappe, damit das aussieht wie ein Kamin und dann lassen wir da so ein Video in Dauerrotation laufen.
Aber dann habe ich ein Programm gefunden namens Fireplace, was genau diesen Pixel-Quatsch hier kann. Und ich bin Arduino-Bastler. Und dann lag das irgendwie nahe, dass ich sage, ich baue da noch ein paar Knöpfe dran, dass man Dinge tun kann, die diese Software eh schon kann. Und eine Sache der Software ist, man muss Holz nachlegen, sonst geht der Kamin aus. Ist kein Scherz. Also, wenn ich den Knopf hier drücke, fällt da mal ein bisschen Holz nach. Ansonsten ist der Kamin irgendwie in 20 Minuten runtergebrannt. Muss ja nicht sein, da wird es kalt hier drin. So, was jetzt noch? Apropos gebastel. Ich war die Woche bei Jack the Dripper auf Twitch, nachts im Livestream. Hab da so ein bisschen mitgechattet. Und seitdem folgt er mir auf Twitch. Hey, Jack, vielen Dank fürs Folgen auf Twitch. Bringt nichts. Ich tu dort nichts. Gar nichts. Also noch nicht. Ich hatte ja mal gesagt, Livestreaming, es ist für mich nicht die Form, in der ich eben diese Videos oder Vlogs oder sonst was produzieren möchte, weil es keine Nachhaltigkeit hat. Weil etwas, das in die Welt hinausgeschossen wird, dann auch weg ist. Bei Twitch guckt sich niemand irgendwas in der Konserve an. Ich meine, das kommt mal vor. Aber man findet es nicht durch Zufall, man kriegt es nicht in irgendwelchen Empfehlungen. Ich finde, Twitch ist wirklich nur für Live-Geschichten gut. Und zu der Art, wie ich Content mache, würde es auch nicht passen. Da vieles auch von dieser Interaktion mit den Leuten abhängt und vor allem auch mit diesen Interaktionen, die Twitch anbietet. Das heißt, man sagt immer irgendwie Danke, wenn jemand folgt, wenn jemand abonniert, wenn jemand irgendwie was spendet. Das ist was, das funktioniert dort sehr gut. Die Leute geben erstaunlich viel Geld auf Twitch aus. Das ist völlig krass. Die Streams, die ich sehe, da fliegen irgendwann immer Fuffis durch den Club. Das ist dort so normal. Und das finde ich cool, dass Leute bereit sind, für Content Geld auszugeben. Aber trotzdem, was die Dinge, die ich hier tue, angeht, werde ich nicht zu Twitch wechseln, weil ich mein YouTube-Publikum liebe und weil ich YouTube gern habe. Ich mag YouTube. Aber ich habe mir gedacht, diese Basteleien, die ich mache, vielleicht sollte ich anfangen, die auf Twitch zu übertragen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich hatte schon mal einen Twitch-Stream gemacht, der ist jetzt irgendwie ein halbes Jahr her, und zwar als ich den Bot für CharityLine geschrieben habe. Da waren 7-8 Leute anwesend und die haben mit mir drüber gefachsimpelt, wie da jetzt was zu programmieren ist, was den Bot angeht. Und eigentlich hätte ich Bock, wenn ich an dieser Uhr weiterbaue, auch Twitch anzuschalten und darüber zu streamen. Ich könnte das genauso gut auf YouTube machen. Ich möchte aber meinen YouTube-Kanal nicht mit meinen anderen Hobbys vermixen. Ich finde das keine gute Idee. Weil Leute auf diesen Kanal kommen, um Informationen übers Dampfen zu kriegen oder sich Dinge übers Dampfen anzugucken. Mir ist schon klar, dass Leute hierher kommen, auch um tatsächlich mich reden zu hören. Das haben schon genug Leute gesagt, die gesagt haben, ey, es ist einfach toll, wenn du ein Video machst, weil ich höre dir gerne zu, Thema egal. Das ist eine Menge Ehre, das ist cool. Aber trotzdem würde ich diesen Kanal gerne rein auf dem Thema dampfen lassen. Und ich verlinke euch hier unten mal meinen Twitch-Kanal. Da ist außer dem Logo noch gar nichts. Und auch die vorherige Aufzeichnung, wie ich das Ding entwickelt habe, ist da auch nicht mehr drin. Und es wird jetzt auch nicht der Kanal für alle sein. Also erwartet da nichts. Vielleicht schalte ich irgendwann die Kamera an und dann läuft da was. Und wenn da nichts läuft, dann läuft da auch nichts. Guckt einfach mal hin. Was haben wir noch? Vape-Mail gibt es diese Woche keine. Ist irgendwas angekommen, was besonders war? Nee, das hauptsächliche Ding, was angekommen ist, war das Atom Mini. Und davon habt ihr jetzt erfahren. Lass uns doch mal auf Kommentare gucken. HZ hat mir geschrieben. Hallo HZ. Lieber Alex, ich mag auch extrem sauer. Hatte auch einmal ein saures Liquid aus Italien, was mir sehr gut geschmeckt hat. Der einzige Nachteil bei sehr sauren Liquids besteht darin, dass sich die Watte nach extrem kurzer Zeit regelrecht auflöst.
Irgendwann nervt es gewaltig, besonders wenn du auch noch einen ekelhaften metallischen Geschmack bekommst, weil sich die Watte in der Keule verabschiedet hat. Deine Vlogs sind klasse, bitte mehr davon. Ich gucke, wie ich das hinkriege. Liebe HZ, vielen Dank für deinen Kommentar. Und ich hatte englische Liquids und die waren allesamt sauer. Es waren, glaube ich, an der Zahl 25 Liquids, die mir ein Hersteller, und ich weiß nicht, wo er meine Adresse her hatte, kommentarlos geschickt hat. In einer wunderschönen Geschenkbox. Die Liquids sahen sehr cool aus. Ich wusste nicht, was abgeht, warum ich die krieg. Es war sonst nichts dabei, es gab keine Abmachung. Aber gut, dann sind da halt Liquids. Und ich habe eins aufgedreht und es hat sehr gut gerochen. Ich habe die Dinger angemischt, es hat sehr gut geschmeckt. Und nach einer halben Stunde oder so hat es geschmeckt wie Scheiße. Und es ist genau das passiert, was HZ hier beschrieben hat. Die Liquids waren als sauer gekennzeichnet. Sie hießen auch quasi sauer. Und jedes einzelne Liquid aus dieser Kollektion hat mir die Watte aufgelöst. Und das ist eine Sache, theoretisch könnte man damit leben, dass man sagt, hey, pass auf, ich muss nach einem Tank die Watte neu machen, aber mir schmeckt das so gut, ich nehme das in Kauf. Das wäre der eine Punkt. Andererseits frage ich mich aber, wo ist die Watte hin? Ich meine, die ist ja nicht einfach nur weg. Habe ich die eingeatmet? Schwimmt die vollständig desintegriert in dem Liquid jetzt rum? Wie ist das? Ich finde das unheimlich und ich finde das nicht cool. Ich habe schon mal erzählt, dass ich auch oftmals das Phänomen hatte, dass sehr viel Süße in Kombination mit Colada die Watte in der Keule verschwinden lässt. Und dann ist die Keule, die ist noch nicht braun oder sonst irgendwas, die ist nicht verkrustet. Die Watte ist einfach nur nicht mehr da. Und ich finde das unheimlich und ich habe keinen Bock darauf, dass es Liquids gibt, die sowas machen. Ich möchte das nicht. Es ist unheimlich. Und ja, ich hätte gerne ein saures Liquid und nein, auf so einen Kack habe ich trotzdem keinen Bock. Auf gar keinen Fall. Jörg Hinz sagt, haha, jetzt holen sie ihren alten Kram raus, weil sie nichts mehr zugeschickt bekommen. Der Möllnir ist bei mir schon in Rente. Das ist allgemein gemeint nichts Persönliches. Ich habe diesen Kommentar gelesen und dachte so, was bildet sich da irgend so ein Jörg ein, mir hier zu schreiben? Und dann dachte ich so, ah nee, stimmt. Er hat recht. Ich packe alte Sachen aus, weil es wird mir nichts mehr geschickt. Das ist wohl wahr. Und das finde ich nicht weiter wild, denn ich habe euch heute in GT4 vor die Nase gehalten. Das ist nach dem, was die Nervosität der Evolution im Dampfen angeht, ein uralter Verdampfer. Und ein echt guter Verdampfer. Und ich werde einen Teufel tun, loszurennen und mir irgendwie, weil das jetzt neu ist, den Widowmaker zu holen. Ich meine, wer sich den Widowmaker kauft, hey, alles cool. Konsumiert wie die Bescheuerten. Die Branche kann es momentan brauchen. Aber ich bin da mittlerweile auf so einem Stand, wo ich sage, ich brauche nichts mehr Neues. Ich muss ab und zu mal Zeug rauskramen, was ich noch habe. Neues zu kaufen lohnt sich für mich nicht. Und das halte ich auch nicht für nachhaltig. Und von daher, wie war der Name? Jörg Hinz. Ich gebe dir recht, also ich tue das so, ich krieg nichts mehr geschickt, also packe ich halt einen Scheiß aus. Ich nehme das nicht persönlich. Hätte ich beinahe getan, aber es ist Quatsch. Vape, Kevin Unwichtig schreibt, ich wäre für Bier-Reviews, notfalls auf einem Zweitkanal, aber das würde ich total feiern. Du, keine gute Idee. Oh. Also, es gibt genug Bierkanäle. Davon abgesehen, es gibt genug Kanäle, die testen regelmäßig Bier. Und zwar von wir probieren alle Billigbiere, die es in Dosen gibt, bis hin zu wir trinken die teuersten Biere der Welt. Ist das alles irgendwie abgedeckt via YouTube. Ich hatte eigentlich vor, heute ein anderes Bier zu trinken, denn Lukas Breininger hat mir eine Riesenkiste voll Craft-Biere geschickt. Und die stehen bei mir in der Firma.
Nicht aus dem Grund, weil ich in der Firma sauf oder so. Oder weil ich da dringend Bier brauche. Sondern aus dem Grund, wenn sie dort stehen, trinke ich sie hier nicht weg. Ich bin anfällig, was dieses Zeug angeht. Und deswegen gucke ich halt, dass ich lieber was Besonderes trinke und davon weniger. Und dass ich auch so halt alles, was ich hier nicht lager, sauf ich nicht weg. Ja? Bierkanal wäre eigentlich cool, aber ich habe da A, zu wenig Plan von und B, ich bin zu anfällig für Alkohol. Das wäre keine gute Idee. Ich bleibe bei der Dampferei und mache das mit dem Bier so einmal die Woche nebenher. MM sagt, dein Bier musst du noch auf Antep hochladen, Alex. Hust. Und spiel damit auf das Bier an aus dem letzten Vlog, was ich vergessen habe hochzuladen. Ich habe das jetzt auch noch nicht hochgeladen. Und ich habe diesen Kommentar mittags gelesen und dachte, ja, ich könnte das jetzt eigentlich hochladen, aber mittags ein Bier auf Antep hochzuladen, fühlt sich irgendwie falsch an. Ich trinke Bier grundsätzlich erst dann, wenn die Läden geschlossen sind. Ich weiß auch nicht. Ich finde, man geht zu Partys, wenn die Läden geschlossen sind und man macht erst ein Bier auf, wenn die Läden geschlossen sind. Dann ist es 8 abends. Ich kann auch mal um 7 ein Bier abends trinken oder um 6:30, wenn ich zum Beispiel, sagen wir, ich falle bei Steam Island vorbei und der Chef kommt irgendwie auf die Idee, ey, Pixel, kommt vorbei, ich habe ein Bier kalt gestellt. Hier, wir trinken jetzt Bier. Dann trinken wir Bier. Dann ist der Abend aber eigentlich auch schon rum. Also dann passiert bei mir nichts mehr. Dann kann ich nicht mehr programmieren, dann kann ich keinen Vlog mehr aufnehmen oder sonst irgendwas, sondern ich komme dann nach Hause, esse noch was und dann stache ich wahrscheinlich irgendwie Leute in Twitch kaputt. Dann, ja, geht bei mir nicht mehr viel. Und deswegen fühlt es sich auch komisch an, mittags ein Bier auf Antep hochzuladen, obwohl ich es gar nicht getrunken habe. Aber das war für mich nicht machbar. Quattro Power sagt, antworte dem Gewinner unter seinem Kommentar beim Verlosungsvideo. Er bekommt dann eine Nachricht, dass ihm jemand geantwortet hat und wird sich hoffentlich bei dir melden. Das hat mir Quattro Power geschrieben und das haben mir einige Leute geschrieben. Ich hatte ja das Problem, dass sich der Gewinner der letzten Auslosung bei mir nicht gemeldet hat und ich wusste nicht, wie ich ihn erreichen soll. Das war der Tipp, das hat funktioniert. Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Manchmal bin ich ein Depp. Ja, aber alles hat sich dadurch zum Guten gedreht. Genau das war der Tipp. Genau das hat mir gefehlt. Genau das haben wir gemacht. Genau das hat geklappt. Hier, was diese Kommentare angeht, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mir einen Kommentar hier unten ins Feld. Vielleicht sollten wir auch regelmäßig eben in diesem Vlog nochmal gute Frage, dumme Antwort aufleben lassen, so als kleines Segment. Und wenn ihr Bock habt, hier ist meine Mailadresse, pixeldiemdampft@googlemail.com. Da schreibt ihr mir einfach hin mit dem Betreff, gute Frage, dumme Antwort, ich sortiere das ein. Und dann machen wir das hier als festen Block in den Vlog rein, wenn ein bisschen was zusammenkommt. Das würde mich sehr freuen. So, was sagen meine Notizen? Meine Notizen sagen eigentlich nur noch, probier ein paar Liquids aus. Tun wir. Und zwar, keine Liquids, hallo Kamera, sondern Aromen. The Vaping Gentleman Club. Die hat mir Kaius organisiert. Eben jeder Kaius, von dem wir eben auch über einen Kippenschredder geredet haben. Schon vor einiger Zeit. Und er ist hochbegeistert von diesen Liquids. Mir wurden die zugeschickt von Sarah und Francesco. Die betreiben einen kleinen Laden in Osnabrück. Und deswegen trinken wir auch Osnabrücker Craft Beer. Er merkt schon, es kommt alles zusammen. Es ist so großartig. Es ist alles eins. Ich habe hier einen Zettel. Der sieht mittlerweile so räudig aus. Ich hatte ihn ewig in der Fahrradtasche. Und guckt euch bitte diesen Zettel an. Es sieht eher aus wie eine Schatzkarte. Irgendwie so Captain Jack Sparrow. Ich bin mit den Aromen sehr gut umgegangen. Die sehen wirklich noch gut aus. Aber das hier sieht aus wie, naja. Lieber Alex,
Wir freuen uns, dass du heute unser kleines Paket in den Händen hältst. Ey, was ich mich freue. Ohne Scheiß. Wir, Sarah und Francesco, sind zwei Italiener, die ein bisschen Heimat mit nach Osnabrück gebracht haben und vereinen dort mit unserem Laden Vape and Coffee, italienische Dolce Vita und Dampferkultur. In Italien dampft man zu 80% Tabakliquids bzw. Mischungen aus Tabak und Früchten und oder Teigwaren. The Vaping Gentleman Club ist ein kleiner Hersteller aus unserer Heimat, der sich vor allem einen Namen durch den MTL-Verdampfer Millennium gemacht hat. Kennt ihr jemanden? Ich kenne ihn nicht. Aber auch Aromen gehören zu den absoluten Stärken von TVGC, also The Vaping Gentleman Club. Das komplette Aromensortiment wird durch eine mechanische Kaltextraktion hergestellt. Sowohl Tabak als auch Frucht- oder cremige Aromen werden mit diesem Verfahren umgesetzt. In Bioqualität. Die Früchte-Creme-Reihe heißt Pure Essence und besteht aus 17 verschiedenen Aromen. Für dich haben wir Blaubeere. Für den MTL-Gebrauch empfehlen wir eine Dosierung von 12-14%. Für die L 15%. Für uns sind sie keine Cloud-Chasing-Aromen, sondern etwas für Konsumenten, die guten Geschmack zu schätzen wissen. Das dritte Aroma kommt aus der Tabaklinie und heißt Bioma Macuna Ycola. Ich werde das nicht richtig aussprechen können, das tut mir sehr leid. Ist ein Tabak, der typisch für die Dominikanische Republik ist und dort häufig wegen seines Aromas für die Herstellung von Zigarren benutzt wird. Das Cola-Aroma stammt nicht aus dem Getränk, sondern wird aus Cola-Kernen gewonnen, die oft in die Holzkisten dieser Zigarren gelegt werden. Really? Ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass ich einen Tabak mit Cola-Getränk dampfen werde. Aber okay. Pure Essences haben eine sehr kurze Reifezeit und sind ab sofort, spätestens nach 2 Tagen, bereit zum Verköstigen. Die Tabakblends haben diesbezüglich eine eigene Philosophie. In der Flasche befindet sich 11 Milliliter Aroma. Das hier ist so ein Tabakblend. So sehen die Packungen aus. Befinden sich 11 Milliliter Aroma. Mit 10 kann man seine Mischung machen und mit den restlichen 1 Milliliter eine Testmischung von 10 Millilitern, um den Reifeprozess zu prüfen. Ja, ist verrückt. Ich finde, also mit 10 Millilitern mischt man sein Aroma an, mit einem 11. mischt man 10 Milliliter Liquid an, um dann zu testen, wie sehr das 100 Milliliter Liquid schon gereift ist. So ganz erschließt sich mir nicht. Aber ich finde die Idee irgendwie süß. Dies kann man so machen, muss man aber nicht. Ja. Finde ich auch. Der Tabak ist ebenfalls sofort dampfbar, entwickelt sich aber bis zu 3 Monaten. Je länger man das Aroma reifen lässt, desto dominanter wird die Tabaknote und die Cola gerät mehr in den Hintergrund. Allgemein sind die Aromen von TVGC etwas, was viele Optionen zum Herausfinden und Entdecken bietet. Genug geschrieben, wir wünschen dir ganz viel Freude mit den Aromen und auch mit dem Bier, das aus einer kleinen Osnabrücker Brauerei kommt. Lass es dir schmecken. Viele Grüße aus Osnabrück, Sarah und Francesco. Ey, das ist super lieb. Ich habe mir deren Laden angeguckt. Vape and Coffee. Ich werde nichts verlinken, weil YouTube das nicht mag. Aber schaut einfach mal über Google. Es ist ein kleiner, süßer Laden, der halt eher aussieht wie ein Café als wie ein Dampfshop. Und vielleicht habt ihr Bock, dort vorbeizuschauen, wenn ihr in Osnabrück seid. Ich habe das alles angemischt. So, in Glastropferflaschen, weil ich die immer noch sehr cool finde. Und weil ich finde, dass der Vaping Gentleman Club auch irgendwie eine besonders stylische Reihe ist. Und dann wollte ich auch so oldschool, stylisch in Glasflaschen haben. Ich werde kurz bewarten. Cool, die Pausefunktion funktioniert auch auf dem Laptop. Ich habe hier einen alten kleinen Smog-Verdampfer. Was sind das? 15 mm oder was? Und er wurde mir geschenkt. Und ich weiß nicht mehr von wem. Ich weiß, dass es der Umkreis vom Dampfer-Talk ist, die freitags ihre Sendung auf YouTube machen. Aber ich weiß nicht mehr, wie mir den Verdampfer. Ey, wenn du das siehst, schreib mir unten hin, dass ich das nächste Mal irgendwie anständig Credit geben kann. Das ist ein sehr alter Verdampfer.
Es war auch einer meiner ersten Selbstwickler, die ich damals hatte. Und ich habe verschiedene MTL-Tröpfler, nachdem der MTL-Hype nochmal so rausgekommen ist, probiert. Unter anderem habe ich mir den Emmet RTL gekauft. MRTL. Mein MTL. Den Emmet MTL gekauft, weil viele Leute davon begeistert waren. Und ganz ehrlich, passt mir überhaupt nicht. Ich finde, der Emmet hat einen Zug, der ist einfach nicht schön. Da hat man wieder das Problem, das, was in den Verdampfer hineingeht, passt nicht zu dem, was an der Coil rauskommt. Und so habe ich mich entschlossen, einfach nochmal diesen Smog-Verdampfer hier auszupacken. Denn der passt mir sehr gut. Er ist ein bisschen schwierig zu bewarten und so, denn es ist wirklich überhaupt kein Platz in diesem Ding. Aber ich habe jetzt getröffelt Vaping Gentleman Club Blueberry. Das klingt sehr einfach. Und wie gesagt, das ist alles irgendwie bio und kalt extrahiert. Deswegen schmeckt es wohl irgendwie anders. Ich finde jetzt mal raus, ob es anders schmeckt. Ich gehe auf... sagen wir mal 17 Watt. Bei 0,26 Ohm. Auf einem kleinen MTLer. Auf der iStick Pico. Ich probiere mal. Da möchte ich doch direkt ein kleines bisschen nachtröpfeln. Kaius hat mich noch darauf hingewiesen, durch diesen natürlich extrahierten Aromen, die hier drin sind, passieren zwei Dinge. Das erste ist, es wird nicht schmecken wie irgendwas von Bang Juice oder so, ja, es wird nicht so süß sein, es wird nicht so intensiv sein, sondern es sind Aromen, in die man sich reinschmecken muss. Und das war eine Sache, die ich daran sehr interessant fand. Tatsächlich ist es so, dass man hinschmecken muss. Ich glaube, ich habe die jetzt mit 12 oder 14% irgendwo dazwischen angemischt. So wie es im Brief stand für MTL. Und es ist das Gegenteil von einem pappig süßen, zugeballerten Liquid. Ich möchte das nachher auch mal noch irgendwie schnell auf die L probieren. Es schmeckt nach Beere. Es schmeckt so nach Beere, dass es mir nicht schmeckt. Ich bin ja... Das ist das Ding. Blaubeere brauche ich nicht. Kein Fan davon. Nie gewesen. Es erinnert mich auch immer so ein bisschen an diese... Wo ist denn hier? Ach so, da ist noch ein halbes. Es erinnert mich auch immer so ein bisschen an diese... diese Sachen, die früher bei meiner Oma rumstanden im Bad. Aber, und das ist das Tolle, in dem Moment, wo sie über die Zunge rollt, während man es einatmet, passiert da was anderes als bei anderen Liquids. Und das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Es schmeckt irgendwie wahnsinnig sauber. Könnte man das so sagen? Es schmeckt sauber. Es schmeckt nicht mal frisch oder so.
Es schmeckt tatsächlich so, wie die Linie heißt, es schmeckt pur. Und das ist ein sehr angenehmes Dampferlebnis, finde ich. Auch wenn das jetzt überhaupt nicht mein Aromengeschmack ist, ist das ein sehr leichtes, chilliges, angenehmes Dampferlebnis, das einem mit nichts erschlägt. Finde ich gut. Ja, es schmeckt nach Blaubeere. Braucht ein bisschen. Es dauert eine Zeit lang, bis man sich daran gewöhnt hat, dass man so eintauchen muss in den Geschmack. Ist witzig. Das gefällt mir irgendwie. Ob ich das den ganzen Tag machen wollte, ist ein bisschen schwer zu sagen, aber es fühlt sich anders an, wirklich anders. Es fühlt sich runder an, es fühlt sich purer an, es fühlt sich leichter an als andere Liquids. Und das bei so einer strammen Aromenkonzentration und auch eigentlich bei so einer, ja, also die Farbe ist jetzt noch nicht stramm, es wird noch dunkler. Aber es hat schon ganz gut Farbe. Der Preis ist hoch. Ich würde sagen exorbitant. Ich kenne kein anderes Liquid, kein anderes Aroma, wofür 10 ml so bis zu 14, 15 Euro fällig werden. Das ist mir neu. Das ist ganz schön teuer. Ich glaube denen einfach, wenn sie sagen, es ist aufwendig in der Produktion und es ist bio und es ist kalt extrahiert und man, wie gesagt, man merkt beim Dampfen, irgendwas ist hier anders. Was jetzt genau ist, ein bisschen schwer zu sagen. Ich mache mal gerade die Watte hier fertig. Ich krieg's problemlos hin, hier in der Kommandozentrale halt auch das pure Chaos ausbrechen zu lassen. Also im Großen und Ganzen sieht es ja jetzt so aus, wie wenn ich einen Vlog an meinem anderen Platz drehe. Ich bin Chaos. Es tut mir immer wieder sehr leid für alle Menschen, die mich ertragen müssen, aber so ist das. Pain de Peace heißt das nächste. Und das ist wohl irgendwie ein italienischer Kuchen. Ich kann sagen, von dem, was ich gerochen habe, wie das Aroma riecht, riecht es nach diesen eingepackten italienischen Kuchen, wie heißen die denn? Panettone? Pantone? Ist das nicht eine Farbpalette? Panettone? Ich weiß nicht genau, aber so irgendwie hat es gerochen. Und ich bin gespannt, ob es den Geschmack so halten werden kann, weil dann ist es sensationell. Und ich frage mich noch was, aber ich ziehe erstmal. Ja, das ist geil. Wow. Das flasht wie die Sau. Das flasht hart. Ach Gottchen, ist das angenehm. Also es geht hier um Gebäck und so schmeckt es jetzt eher nach Lebkuchen mit Rosinen. Und nach Gewürzen und also das ist sehr gut. Ich muss das mal pairen. Ich glaube, ich habe noch nie ein MTL-Bier-Pairing ausprobiert. Sag mal, ist da noch Bier da? Habe ich schon die ganze Flasche leer ge... Uiuiui. Was ich eben sagte, man gibt mir besser kein Bier. Wer mir Bier gibt, kann versichert sein, es ist weg. Ich probiere das mal.
Das ist ganz wundervoll. Das ist eine ganz wundervolle Mischung. Habe ich Mischung gesagt? Der Geruch war, wie gesagt, so ein Panettone-Kuchen. Ist das ein Hefekuchen? Ich kann nicht backen. Ich kenne mich da nicht aus. Aber es hat nach Rosinen gerochen. Es hat nach ganz fluffigem Teig gerochen. Und gedampft schmeckt es ein bisschen schärfer. Es schmeckt ein kleines bisschen nach Alkohol. Es schmeckt meiner Meinung nach auch nach Rosinen. Es schmeckt nach fluffigem Teig. Und es schmeckt Lebkuchen. Ja, das ist das, was es tut. Ich liebe es. Ernsthaft. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war, wenn man Aromen kalt extrahiert, und dann kann ich mir irgendwie noch vorstellen, wie das bei Blaubeeren läuft, indem die irgendwie, keine Ahnung, über ein spezielles Verfahren in irgendeine Maische umgewandelt werden und dann wird das nochmal runter. Aber wie macht man das bei einem Lebkuchen? Wie geht das? Weil die werden den Lebkuchen nicht über eine Saftpresse drücken, gehe ich mal so von aus. Es hat Gewürze mit drin. Es hat so ein kleines bisschen Nelke mit drin und so weiter. Ich mag es wirklich sehr und ich werde das David zum Probieren geben. David vom Kanal VSI, also der Typ mit dem imposanten Bart, der soll das mal probieren. Der ist ein großer Fan von MTL und der wird sich dafür interessieren. Ernsthaft, es ist ganz wundervoll. Blaubeere, da tue ich mich schwer mit, das hier, toll. Ich wechsle die Warte. So, Watte ist drin. Bayamo. Das ist der eben besagte Tabak mit Cola-Nuss. Und ist Cola-Nuss ein Cola? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Früher hat man gesagt, in Cola ist Kokain. Und Leute reden auch immer davon, in der Originalvariante war Kokain im Cola. Aber wahrscheinlich war es irgendein Auszug aus irgendeinem Coca-Blatt, was eben auch einen Geschmack macht und dann irgendwie illegal wurde oder so, oder? Ich meine, ich kann ja keine Koks in die Cola machen, das wird viel zu teuer, das Zeug. Ich kaufe keine Cola, aber ich weiß nicht, was kostet eine Flasche 1,50? Was wäre der Preis jetzt? Und wie viel Koks war in der... Ich probiere jetzt diesen Tabak. Oh, pervers. Verrückt. Pass auf. Die Frage, ob mir das schmeckt, kann ich relativ simpel beantworten. Nein. Das schmeckt mir aus einem ganz bestimmten Grund nicht. Es ist sehr nah am Rauchen.
Und zwar in dem Moment, wo ich Luft dazu gebe. Das heißt, wenn ich ziehe und habe das Zeug noch im Mund, kaum Geschmack, in dem Moment, wo ich den Mund öffne und einatme, und dann wird da draus brennender Tabak. Jetzt. Und ich kann die Frage nach, schmeckt mir das gut, nicht mit Ja beantworten, weil das schmeckt mir nicht gut. Aber es schmeckt geil. Es gefällt mir. Das ist kein Geschmack, von dem man sagt, oh, das schmeckt so lecker nach verbrannten Blättern. Nach so, dann gibt es diese Asche. Das ist so lecker. Nee, das ist nicht lecker. Aber es ist irgendwie geil. Was diese Cola-Nuss angeht, ey, keine Ahnung. Ich finde mich da gerade ein bisschen schwer rein, was Cola-Nuss angeht, weil es halt schmeckt, als würde ich rauchen. Das ist sehr crazy. Das ist sehr kräftig. Das ist ein wahnsinnig kräftiger Geschmack. Das ist ein wahnsinnig harter Tabak. Sowas gab es eher in Zigaretten ohne Filter oder als Drehtabak früher. Die sagen jetzt irgendwie, es geht um kubanische Zigarren. Es ist ein knochentrockener Tabak. Es ist ein fieser Tabak. Es ist ein geiler Tabak. Und das hat mit den Geschmäckern, die sagen, wir wollen über ein Aroma ein bisschen schmecken wie Tabak, keine Ahnung, sowas wie Tabak Royal oder so, das sind alles Sachen, die ich sehr lecker finde. Es sind aber zwei Kategorien. Kalt extrahierte Tabake sind einfach was anderes. Es ist ein Geschmack, den hat meiner Meinung nach noch niemand so hinbekommen als irgendwie so künstliches, normales Lebensmittelaroma. Kalt extrahierte Tabak ist einfach, es macht mir einen trockenen Hals. Es ist unangenehm nah am Rauchen. Möchte ich sowas öfter? Eigentlich nein. Ich glaube, es ist was für mich jetzt, um es mit in die Kneipe zu nehmen und zu wissen, ich habe noch einen MTLer mit bei und ich kann da irgendwie drauf zugreifen. Mein Verlangen nach Zigaretten ist mittlerweile, und das schon seit vielen Jahren, null. Aber zu einem schweren Bier macht mir sowas dann halt trotzdem immer noch mal Spaß. Ich habe La Tabaqueria noch nicht ausprobiert. Ich habe vieles noch nicht ausprobiert, was in der Richtung am Markt ist. Das hier ist gut. Das hier ist halt, das müsst ihr auch wissen, eben teuer. Es ist The Vaping Gentleman Club, das Aroma heißt Bayamo. Jo. Ich glaub, wir haben es. Auf meinen Notizen hier steht nichts mehr. Ich merke auch gerade, mir geht tierisch die Nase zu. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Drückt mir die Daumen. Ich sag danke an Sarah und Francesco für die Aromen, für das Zusammenstellen, für die Geduld, für das Bier. Ich sag euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich ziehe jetzt an meinem Aromameiser in der sehr hässlichen oder irgendwie auch trotzdem ganz geilen Vizigo Moonbox. Ach, ich glaube, ich bin einfach DLer. Ich mache mal noch ein Bild von hinten. Es sieht schon krass aus, wenn ich in die Richtung puste. Okay, das war jetzt auch ein bisschen viel. Also man sieht auch von vorne nichts mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid das nächste Mal nochmal dabei. Denkt dran, hier unten ist ein Kommentarfeld. Wenn ihr
irgendwie bei Gute Frage, Dumme Antwort dabei sein wollt, schreibt eine Mail an pixelimitup@googlemail.com mit dem Betreff Gute Frage, Dumme Antwort. Mein Setup funktioniert. Und ich meine, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, was ich aufgezeichnet habe, ja. Aber es gab jetzt hier keine Hiccups und ich hab mehrere Kameras benutzt. Es scheint zu funktionieren. Ich trinke den Rest meines Biers aus. Und sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.